Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Heutige Themen: Produktion der Batterien, unfassbare Mengen für 2022, dann der AI-Tag am 19. August, dann Redwood Materials, ein kleiner Geheimtipp hier, und wir gehen zum Thema Klage der NABU und Grünen Liga. Es gibt weitere Updates, da müssen wir drüber reden. Und damit heiße ich dich willkommen auf meinem Kanal. Und wenn du neu dabei bist, lass gerne ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst in der Zukunft. Und wir starten gleich mal rein mit dem Thema AI-Tag. Es wird ein AI-Tag geben am 19. August. Es soll dazu führen, dass eben halt auch neue Spezialisten für den Bereich rekrutiert werden können. Aber weitere Details sind noch nicht bekannt, aber das Datum ist bekannt. Dementsprechend 19. August in den Kalender schreiben. Wir werden auf jeden Fall gespannt dabei sein und gucken, was dort präsentiert wird. Und jetzt gehen wir nach Grünheide, denn ich habe hier ein weiteres Update. Es geht nämlich um die Reaktion auf die NABU und die Grüne Liga, die entsprechend die Klage weiter fortschreiten lassen. Und die Reaktion ist relativ deutlich. These guys are either shady or both. I mean, seriously, there's a long list of companies to pick on before Tesla. Mit anderen Worten, Elon Musk sagt, diese Leute sind entweder dubios, verrückt oder beides. Es gibt eine lange Liste von Unternehmen, die sie verklagen könnten, die ja viel mehr gegen die Umwelt tun, als es Tesla macht. Es geht hier um das nochmal aufzubereiten, ganz kurz. Es geht grundsätzlich darum, dass die Grüne Liga und die NABU der Meinung sind, dass nach ihrem eigenen Zweitgutachten, also unabhängig von Teslas Gutachten, nochmal ein Zweitgutachten, eine Analyse ergeben hat, dass entsprechend die Störfallszenarien in der Fabrik nicht so sind, wie sie von Tesla angegeben werden und deswegen eine Gesamtgenehmigung gar nicht stattfinden kann. So, ungefähr. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht durch die ganze Klage durchgegangen, aber ungefähr so wird das dargestellt. Und deren Meinung ist einhellig, ja, die Fabrik darf nicht genehmigt werden und sie sind hier ja erst einmal in Frankfurt oder auch gescheitert vom Verwaltungsgericht. Da wurde es abgelehnt. Und was sie jetzt machen ist, sie gehen vor das oberste Verfassungsgericht in Berlin-Brandenburg. Und das soll dann wiederum die Vorbereitung sein, in die höchste Instanz in Deutschland zu gehen. Müssen wir mal ehrlich abwarten, was da passiert. Diese Klage wurde, wie gesagt, ja in Frankfurt oder abgelehnt. Und die Frage ist auch hier, das war ja auch zum Teil durch Formalitäten, ob dieses überhaupt dann beim obersten Verfassungsgericht Berlin-Brandenburg überhaupt weitergeht. Es ist, ja, ich würde mal sagen, sehr frustrierend, dass hier eine Organisation oder zwei Organisationen versuchen, ein Projekt von Tesla, und es könnte ja auch ein anderes Unternehmen sein, so massiv zu verhindern. Vor allem, da ja auch Tesla versucht hat, alle möglichen Anpassungen zu gestalten, damit man zumindest ein bisschen die Wogen glättet. Man hat hier vieles getan, um auf die Menschen zuzugehen. Natürlich wird es immer Kritikpunkte geben, da bin ich auch ganz ehrlich, die an diesem Projekt vielleicht auch richtig sind. Aber grundsätzlich muss man sich fragen, ob die Klage hier von Grüne Liga und NABU in irgendeiner Relation steht zu dem, was Tesla macht. Ja, also es gibt so viele andere Projekte, und da hat auch Elon Musk recht, und so viele andere Unternehmen, nicht nur in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, die so viel gegen die Natur machen und so die Umwelt verschmutzen, dass man sich wirklich fragen muss, wo die Priorität solcher Gruppen liegt, dann ein Projekt mit Elektroautos zu verhindern, welches erstmal Jobs kreiert, die Wirtschaft in die Zukunft bringt. Und da muss man sich dann wirklich fragen, wo kommt der Sinn dahinter her? Weil das hat dann eigentlich auch nichts mehr damit zu tun, die Natur zu schützen, weil dann könnte man auf der Basis, wie diese beiden Gruppen die Klage vorbereiten oder durchziehen wollen, im Prinzip jedes andere Projekt, welches in Deutschland von VW, Audi, BMW oder anderen Unternehmen gebaut wird, genauso versuchen zu stoppen. Und das passiert ja nicht. Also, dementsprechend ein weiterer Grund, warum Menschen im Ausland natürlich dann sehr negativ über Deutschland denken können und die Menschen, und das wird ja meistens dann leider auch verallgemeinert, das sehe ich auch selber auf meinem eigenen Kanal, wo ich viele amerikanische Zuschauer habe,
wo es einfach diese Meinung über Deutschland wirklich rapide abgenommen hat dadurch, weil entsprechend man nicht mehr den Sinn dahinter versteht, warum hier eigentlich dann noch geklagt wird, sondern dass eben halt ja die einhellige Meinung eher ist, dass man sagt, die Autoindustrie, die Konkurrenz steckt dahinter, die versucht damit Tesla zu verhindern. Ich bin nicht ein Freund davon, auf diesen Zug aufzuspringen, aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr frustrierender Prozess. Das so viel dazu zu Giga Berlin, dass wir darüber mal wieder kurz gesprochen haben. Und ihr hört meinen etwas Sarkasmus dahinter, weil ich es langsam auch ein wenig frustrierend finde. Dann schauen wir einmal in die Batterieproduktion. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Neuigkeiten. Und zwar die Lieferungen von externen Unternehmen, nicht die Produktion von Tesla selber. Von externen Unternehmen wird in 2022 verdoppelt werden. Ja, es wird verdoppelt. Und das ist wirklich unfassbar. Es sind da noch nicht eingerechnet die neuen Batteriezellen, die 4680er Zellen. Da soll ja, das hatte ja Elon Musk bekannt gegeben, eine Produktionsmenge von 100 Gigawattstunden in 2022 stattfinden. Das müssen wir erstmal ein bisschen abwarten, ob das schaffbar ist. Wir können natürlich hoffen, dass sie es erreichen. Aber für die anderen Unternehmen habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass die Produktion verdoppelt werden kann und dass entsprechend hier dann auch die Batterien nicht mehr das Problem sein werden in Zukunft. Und das hat sehr, sehr gute Neuigkeiten auch dann für den Energiebereich, denn es wurde bekannt gegeben, dass man dann eben halt die Überproduktion, also wenn man aus irgendwelchen Gründen mehr Batterien hat, als man sie für die Autos brauchen würde, was ja ein Novum wäre, dann könnte man diese Batterien auch noch für die Powerwalls und Megapacks einsetzen. Also so wie ja die Megapacks und Powerwalls nach hinten angestellt worden sind, wenn es nicht genug Batterien gab und man sie für die Autos benutzt hat, so kann es sein, dass in Zukunft dann gesagt wird, okay, wenn wir jetzt einen Monat haben, wo wir mehr Batterien haben, als wir für die Autos brauchen, dann gehen sie eben halt in die Powerwalls und Megapacks. Und das ist ja eine sehr, sehr gute Neuigkeit. Also wenn wir dieses Jahr ein Wachstum von 80% sehen könnten, was ja nicht unerreichbar wäre, dann könnte man fürs nächste Jahr sogar nochmal ein Wachstum über 60-70% sehen, wenn die Batterien alle da sind. Denn wir haben ja Austin und Grünheide, die dann auch produzieren werden. Und da wird dann die Frage sein, wie schnell die Produktion hochgefahren werden kann. Aber lasst mich gerne mal wissen, was eure Meinung ist, wie viele Autos wir nächstes Jahr sehen könnten, wenn wir davon ausgehen, dass Tesla ungefähr 900.000 dieses Jahr erreicht. Als letztes wollte ich noch ganz kurz über die Redwood Materials reden. Sie haben 700 Millionen bekommen. Googelt das Unternehmen einfach mal. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Ist ja auch ein ehemaliger Manager, der da teil hat oder das gegründet hat. Es ist ein Zukunftsmarkt, die Batterien zu recyceln. Und da würde ich gerne mal eure Meinung zu wissen, was ihr denkt. Das wird auf jeden Fall irgendwann mal ein Aktienunternehmen werden. Und das könnte wirklich eine sehr interessante Investition werden. Wie gesagt, meine persönliche Meinung, kein finanzieller Advice hier, sondern wie gesagt, nur meine persönliche Meinung hier. Ich danke euch fürs Zuhören und vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr neu dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Marian. Bis dann und tschüss.